Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. Und hier sind wir immer noch auf Hoth und müssen noch die beiden Aufträge hier machen. Doch bevor wir alles das hier in der Reihe machen, werden wir noch ein kleines Kartellpaket öffnen. Und zwar das ultimative Kartellpaket. So, wir können sogar zwei, nee, wir können sogar drei davon holen. Ja, dann hier nochmal und nochmal. Weißt du, ich gönn mir einfach drei Stück davon. beanspruchen. Ja. So, und jetzt muss ich, glaube, zu Paketbetrachter. Paket öffnen. Yep. Okay, als erstes bekommen wir. Könige Siegel von Trezi. Mujarfrucht. Eine Dekoration. Aha. Gib mir mal was Geiles, wieder eine Dekoration. Was ist das denn? Ödland Renegat Rüstungsset. Oh, das sieht aber nicht so geil aus. Nächstes Paket. Yep. So. Schrott, geplünderter Schrott. Ja, okay. Den juckt ja gar keinen. Oh, das. Alter, das sieht geil aus. Jedi Krieger Rüstungsset. Das sieht mega geil aus. Medizinischer, ja okay, das interessiert uns eh nicht. Nice Farbe. Fortgeschrittener schwarz-rot gestreifter Adlerauge Kristall. Yo! Okay. Und den juckt uns eh nicht. Alter, nice. Komm, gib mir nochmal was Geiles, gib mir mal richtig Geiles. So. Alter, warum ist das jetzt hier im Weg? Okay, Dekoration. Unwichtiges Dekoration. Gefährtengeschenk. Und wieder Dekoration. Okay. Aber das eine, das war ja mega. Da. Komm, alles beanspruchen. Nehmen wir gleich alles mit. Oh nee, das will ich nicht haben. So. Boah, jetzt habe ich hier eine Menge drin. Erstmal die ganzen Dekorationen weg. Zack. Hier haben wir nochmal Geschenke für den Gefährten. Das ist ja mega. Okay, wo ist das Paket da? Gut, was ist das? Benutze auf das Modell eine Rampart Mark 4. Das ist so ein Gefährt. Was ist das? Was ist ein Haustier? Achso. Gut, da, das will ich haben. Das sieht ja mega geil aus. Warte, wir haben ja jetzt hier ein neues Rüstungsset. Also, Anführungsstrichen neu. Gut, da. Hey, ich wollte das sehen. Jo, das sieht richtig geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Ja, komm. Für 20.000. Da lohnt sich das. Und weißt du was? Pierce bekommt das auch noch. Pierce, wir sind so richtige Jäger jetzt. Keine Ahnung, warum ich das jetzt doppelt bekommen habe. Vielleicht nochmal für. Für aufgesetzt. Kapuze. Ist Kapuze abgesetzt und ist aufgesetzt. Ah ja, nee, da mache ich doch hier aufgesetzt, oder? Ja, das sieht nochmal geil aus. Jetzt sehe ich richtig Sith-mäßig aus. Junge, wie geil ich aussehe. Das sieht wirklich geil aus. Was habe ich jetzt hier für ein Raumschiff, Alter? Okay. Haben jetzt ein paar neue Outfits wieder bekommen. Boah, ich sehe echt fett aus. Boah, wenn ich laufe, sehe ich schon fett aus. Na gut. Ist ja egal. Wir müssen dort hinten hin. Hier den Meister auf Eis. Und, hier drinnen gibt es irgendwas. Stimmt, wir müssen noch zur geometrischen Energiestation. Ist sie hier drinnen? Nee. Gucken wir mal. Wo ist denn diese Energiestation? Gehen wir erstmal zu der Energiestation. Zeige alle autorisierten Ziele an. Gut, ich finde mal die Energiestation. Also bis gleich. Reiseroute bestätigt. Okay, die Energiestation war ziemlich einfach zu finden. Hier ist sie direkt. Ist erstmal an dieser. Ah, genau. So vorbeigekommen. So.
Ich bin bei der geometrischen Energiestation. Installiere die Energiekupplung. Erstmal euch Affen hier weg. Sind halt wirklich so auch jetzt. Affen. Obwohl, die werden hier Slants genannt. Aus dem Weg, ich bin ein mächtiger Sith. Muhahaha. So. Installiere die Energiekupplung. Wo denn? Dort. Ja, ich sehe es. Alter, die können mich einfach einfrieren. Junge, ich bin nicht Han Solo. Also, das kann ich dir sagen. Na. Das ist dir schon in 100 Teile geschnitten zu werden. Ja, dir gefällt das. Super. Gut. Dann fummeln wir jetzt irgendwas daran. Ich weiß nicht was. Aber wir sollen zu Reva wieder zurück. Gut. Dann sehen wir uns gleich. So, euer mächtiger Sith-Lord ist zurück. Ihr habt es geschafft. Jetzt haben wir geothermische Energie. Anfangs gab es einen Kurzschluss, aber den haben wir schnell behoben. Hattet ihr Schwierigkeiten mit den Haug? Ach, die gingen. Also, die waren ja keine Bedrohung. Allerdings und... Nee. Ich doch nicht. Sie waren schwerfällig und dumm. Ich hätte auch doppelt so viele besiegen können. Das wie können wir noch so klingen, obwohl wir eine Maske aufhaben? Die Sith haben eine hohe Erfolgsquote im Kampf gegen irreguläre Truppen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss den Einsatz unserer Sensoren und Waffen überwachen. Wir haben bereits mit der Installation unserer Verteidigung begonnen. Der Plan sieht vor, dass wir noch vor heute Nacht fertig werden. Sir, die Republik betreibt gerade regen Funkverkehr. Irgendwie haben sie gewusst, dass wir eben einen Spannungsanstieg hatten. Also habe ich nach Abhörgeräten gesucht und eine Energiewanze gefunden. Ich bin nicht beeindruckt. Also wissen Sie von unserer neuen Energiequelle. Was nützt Ihnen das? Sie werden versuchen, die Energiezufuhr abzuschneiden. Hier werden Sie nicht angreifen. Sie werden den geothermischen Hauptreaktor bombardieren, um die Energiezufuhr im ganzen Sektor zu kappen. Schaffen Sie das? Wie gut wird dieser Reaktor verteidigt? Einige Ortolaner kümmern sich um die Mechanik. Sie werden nicht viel Widerstand leisten. Sie sind zu sehr daran gewöhnt, sich von den Piraten des Weißen Schlunds unterdrücken zu lassen. Aber die Republik schickt Schneesoldaten vom Trupp Null. Wenn ich ein Spieler wäre, so wie der Captain, würde ich auf Sie setzen. Ich übernehme den Reaktor. Keine Sorge. Nicht so voreilig. Ich mache dem ein Ende. Sehr wohl, mein Sith Lord. Im Trupp Null sind die Besten der Republik. Stellt euch vor, wie es sie demütigen wird, wenn ihr sie besiegt. Jawohl. Plan Zero wird erfolgreich starten und erfolgreich enden. Boah, ich sollte wirklich alles leeren. Das schreit nach Low. Warte mal. Du hast bei der Gruppierung Unterweltbörse den Rang Fremdling erreicht. Was? Ich hab irgendwas mit freigeschaltet und... Ich hab was freigeschaltet, aber ich weiß nicht was. Auf jeden Fall irgendwas Krasses. Königliches Siegel von Drezi. Was war das jetzt? Hypothekarische gesicherte Wertpapiere. Was hat das jetzt gebracht? Also alles hier nur Spanisch, okay. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, jetzt mal ehrlich. Was hältst du von den Chiss? Ganz schön gruselig, was? Total. Sie sind wie Geister. In einem Augenblick da, im nächsten verschwunden. Und die Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Planet noch kälter werden könnte. Bis ich bemerkt habe, wie mich einer von denen beobachtet hat. Ich weiß nicht. Die Frauen finde ich eher exotisch. Halt dich besser fern von denen. Es sei denn, du willst mit einem Messer im Rücken aufwachen. Soll das jetzt hier sexistisch sein? Jungs. Hütet eure Zunge. Okay. Das ist ganz merkwürdiges Gespräch hier. So. Der Gedanke daran, eine dann werden wir mal die Lunte brennen. Ich gehe mal schön ein Feuer machen. Bis gleich. Gut, ich soll jetzt hier zwei Bomben entschärfen. Ich bin das Bombenteam. Wir sind
einer der Spezialisten, was es mit Bomben angeht und Entschärfungen. Also wir wissen das, wie wir die entschärfen. Deswegen gehen wir da direkt rein und bombardieren alles. Das ist unsere beste Strategie, alles zu entschärfen. Ja, so finde ich, passt das auch. Und würde nichts dagegen sagen. Ich weiß nicht, warum ich das so laber. Ich bin heute irgendwie so gut drauf. Ich weiß auch nicht. Vielleicht einmal, weil ich heute einkaufen war. Und alles hat reibungslos geklappt. Ich dachte so, mein Geld reicht nicht. So, ich gehe einkaufen, hol mir das und das. Denk mir so, scheiße, ich kann nur noch ein Produkt da kaufen und dann geht das nicht mehr. Aber es hat alles noch gereicht. Also wirklich perfekto. Tag heute gut geplant und gut geendet. Obwohl, er hat ja noch nicht geendet. Ja, ich freue mich. Ich frage mich, wenn das Let's Play vorbei ist, was mache ich dann danach? Dieses ultimative Let's Play, das kann ich doch nicht enden lassen. Nee, aber ich werde das nicht enden lassen. Aber ich habe mir schon nachgedacht, so nach der Sith-Story mit der Jedi-Story weiterzumachen. Doch die mache ich dann so nächstes Jahr. Weil dieses Jahr haben wir schon genug mit Star Wars The Old Republic gemacht. Da würde ich das erst nächstes Jahr anfangen. Und dann auch das ganze Jahr überstrecken lassen. Damit ihr da schön sehr viel Star Wars Content habt. Es kommt ja auch noch so Star Wars Outlaws raus. Da freue ich mich auch sehr. Und ja, warte mal, wo sind denn jetzt hier diese Bomben? Ach, die sind alle dort hinten und da vorne. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die Jedi-Story. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen was verändern an den Let's Play-Format. Zum Beispiel halt die Thumbnails. Weil die haben mir schon die ganze Zeit nicht gefallen, aber ich kann sie jetzt nicht auf einmal ändern, denn das wäre ein bisschen blöd, wenn auf einmal ein Part ein komplett anderes Thumbnail ist. Das kann ich bei Flashpoints machen, wenn wir so eine Flashpoint-Mission wieder machen. Aber ich glaube, das machen wir eher erst später. Ach übrigens, ab Dezember spielen wir die Erweiterung. Also wenn ich die überhaupt dann noch, weil ich werde glaube das Abo kündigen. Jetzt sich sehen lassen, ob ich die dann noch habe. Naja, jetzt geht's erstmal um die Hauptstory. Und diese Republikaner, die gehen mir richtig auf den Sack. Die müssen wir erstmal ausschalten, ja. Aus dem Weg, die Geselle. Au, meine Ohren. Danke für den Tinnitus. Rechtags. Gut. Haben wir alles entschärft. Finde den Truppen Zero. Ich nenne ihn Special Forces Zero. Obwohl, nein, es muss Task Force Zero heißen. Dann wäre es richtig. Ich würde es lieber auf Englisch sagen, weil auf Englisch klingt das immer viel, viel besser. Ich muss mal so schreien, weil die so laut sind. Und das geht mir irgendwie richtig auf den Sack. Okay, wie komme ich an denen vorbei? So, ich muss gar nicht dort lang, oder? Doch, muss ich. Ah, leider muss ich doch. Sorry, Leute. Mann, Lieutenant, kannst du das nicht machen? Und mit draußen ist es gerade so am Regnen. Hatte Sturmwetter. Generell ist der ganze Sommer so ein Regen. Ich dachte, Sommer ist immer schön Sonne, Temperatur, richtig heiß warm. Aber ich sehe draußen und nur Regen. Es ist nicht nur dieser eine Tag, sondern schon die ganzen Wochen. Ey! Was machst du denn mit diesen kleinen Tierchen? Lass es in Ruhe. Alle Zivilisten aus der Station evakuieren. Weg von der Konsole und Hände über den Kopf.
Oh, das arme Vieh. Ich sagte, weg von der Konsole und Hände über den Kopf. Hey, Trottel, lass es in Ruhe. Wenn ihr lange genug mit dem Blaster rumfuchtelt, wehrt sich am Ende noch jemand. Eindringlinge! Eindringlinge im Schachtraum! Du sollst das Tierchen in Ruhe lassen! Tierschänder! Alter, jetzt red ich auf die Fresse, Alter. Guck mal, wie süß das guckt. Oh, das arme Ding. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Oh, da steht's ja. Oren Tall. Lass Oren Tall in Ruhe. Oh, ich muss gleich heulen. Ich glaube, die einzigen Filme, wo ich immer heulen muss, sind richtig gute Pixar-Filme. Zum Beispiel sowas wie Inside Out. War ein richtig schöner Film. Musste ich heulen. Das wird schon. So. Gott. Ich hab dich gerettet, du kleines Vieh. Ja. Siehst aus wie. Siehst aus wie Benjamin Blümchen, nur ein klein. Olala Monoi. Olala Lula. Ihr scheint kooperativ zu sein. Euch dürfte klar sein, dass ich nicht hier bin, um euch zu helfen. Warum lauft ihr nicht davon? Oh, nein. Ja, bitte. Also für dieses kleine Vieh, da werde ich gerne das tun. Oh, seine arme Familie. Ihr stellt eure Erfahrung zur Verfügung und das Imperium bietet euch Schutz. Da sind sie! Eliminieren! Aber klar doch. Warte, ich schalte die Eindringlinge in Ruhe. Aber der Oren Tall, der war ja auch nicht wirklich so ein Eindringling, würde ich ja so sagen. Weil der hat nichts Böses getan. Wisst ihr, der hat nicht mal den Republikanern geholfen. Also, scheint ein netter, kleiner, süßer Kerl zu sein. Deswegen müssen wir ihn auch nicht töten. Guck mal, ein Sith muss auch mal verständlich sein. Ach, da kommen auch noch welche, Alter. Jetzt von überall. Von links und rechts und oben und unten. Der ist was schieße. Und tot. Gott. Dann kehren wir nochmal zum Commander zurück. Oder? Wo an die Station? Ich glaube hier. Ich glaube, es war richtig. Commander. Ach nee, es war der Captain. Reva. Ich habe zwar ein kleines süßes Kerlchen. Nein, es war falsch, oder? Ach scheiße. Hä, aber. Ja, okay, warte. Wir sehen uns gleich. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Gut. Wie ich auch sagte. Ein kleines süßes Tierchen wurde gerettet und dafür auch die Basis. Es ist vorbei. Der Reaktor ist gesichert und das Imperium hat eine Abmachung mit den Ortolanern. Ich hatte gehofft, dass sie bleiben würden. Als wir das letzte Mal einen Reaktor übernahmen, mussten wir erst alle Anleitungen in Basic übersetzen. Ich werde das Kommando bitten, Verstärkung zu schicken. Sieht aus, als könnten wir uns hier doch noch verteidigen. Machen wir weiter. Was kommt als nächstes? Wir brauchen keine weitere Hilfe. Aber ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Der Captain des Fesch-Außenpostens auf dem Gletscher ist so etwas wie ein Freund. Wir waren zusammen auf der Akademie.
Er ist verletzt und sein Außenposten kämpft gegen eine Gruppe von Fanatikern, die Hagelsturmbruderschaft. Ihr könntet ihnen helfen. In Ordnung. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ausgezeichnet. Ich sage ihm Bescheid. Gut. Diese komische Bande werden wir in der nächsten Folge ausschalten oder suchen oder was weiß ich. Jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.